Echt doof. Ja, es ist Verschwendung, ja, es ist dämlich, es ist mir auch mal egal. Ich bin mir gerade so siegessicher, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ich habe von 3 Toon Worlds 2 schon zerstört. Und alles in allem, da kann nicht mehr viel kommen. Der hat ja nicht mehr viel. Ich kann jetzt jede Runde meine Kreatur noch vernichten. Oh, das war's. Für die Leute, die jetzt gern gesehen hätten, wie ich ein Toon Deck baue, nö. Fällt mir da ganz so speziell ein, weil ich kann Toons einfach nicht leiden. Es gibt nur 2 Toons, die ich leiden kann. Das sind die Toon Elfenzwillinge und der Toon Goblin Angriffsdruck. Aber ansonsten, genau die Elfenzwillinge meine ich. Das liegt aber auch dran, weil man sie ohne Toon World beschwören kann. Mit Toon World sind sie natürlich geiler, weil sie dann direkt angreifen können und was nicht alles. Aber ich mag diese alten Toons einfach überhaupt nicht, die man echt nur beschwören konnte, wenn man auch wirklich die Toon World draußen hatte, bla, weil klar, sie galten als Spezialbeschwörung, was sie sau stark machte, aber alles in allem war es das echt nicht wert, finde ich persönlich. Genauso verhält es mit den Spirits. Die Spirits gibt es einen guten, das ist Yatagarasu, der dem Gegner verbietet, wenn er den Schaden macht, nächste Runde eine Karte zu ziehen. Das ist der Wahnsinn, wenn man den draußen hat und der Gegner und eine andere Kreatur und der Gegner hat nichts mehr, dann haut man, rotzt man einfach so durch, die Gegnermassen durch, das ist... Aber, apropos Spirits. Nach den Spirits werde ich aber nochmal kurze Pause machen. Ich muss ja gucken, ob die Stimme, Parts, bla, einigermaßen annehmbar sind. Oder nicht. So. So. Gut. Wie, wo ich war? Ah ja, wenn man Yatagarasu mit ein paar Karten draußen hat, dann läuft der wie der Wahnsinn. Dann ist der echt gut. Aber alles in allem, meistens ist er echt Schrott. Ich bin halt kein Fan. Übrigens, das ist der Grund, warum ich den Operation Insekten drin hatte. Die Insektenbarriere besagt, dass Kreaturen, dass ich nicht mehr vom Typ Insekten angegriffen werden kann. Vorteil dabei, ganz, ganz klar, wenn ich mit DNA-Operationen alle Kreaturen am Feld Insekten mache und dieses Ding draußen habe, kann der Gegner mich nicht mehr angreifen. Das ist genauso eine Abwehrtechnik wie mit Umi und Umiraku da was zu machen und sowas halt in der Richtung. Das ist schon recht nice. Ach ja, gegen Kreaturen kriegt er ja Abzug. Was sagst du denn? Was weißt du denn nochmal? Was warst du denn? Ich kenn dich aber gar nicht mehr. Okay. Das heißt, ich kann dich vernichten. Und mal wieder angreifen. Yay. So. Und ich möchte dich nicht aktivieren, ich möchte dich setzen. Second Main Phase. Setzen End Phase.
das ja fies. Das heißt nämlich, dass ich keine neuen Spirits kriege. Geh mal drauf. Der Fallgrube interessiert mich so im Pi mal Daumen gar nicht. Topf der hier. Oh. Klack, klack. So, mal gucken, was er da hat. Ein Bunny. So, in seiner Endphase müsste das Ding wieder auf seine Hand gehen. Er greift an. Und zwar direkt. Der kann. Das ist nicht wert. Da kassiere ich lieber die 700 Schaden. Er kann es nicht bezahlen und die gibt auf die Hand. Wunderbar. So. Ich muss mir aber gleich einen Lebenspunkte-Vorteil holen. Jetzt wird es langsam knapp. Jetzt wird es langsam echt knapp. Ja, den Trick kenne ich ja mittlerweile. Weißt du was? Dann pfeife ich auf meine eigenen Kreaturen. Die sind eh ersetzbar. Und mal wieder. Das Ding ist ziemlich böse auch. Weil es halt jedes Mal, wenn es eine Kreatur zerstört hat, nochmal angreifen kann. Was an für sich extremst böse ist, weil es kann übelst Schadenspunkte reinholen. Aber es hat nur 1700 Angriffspunkte. Wenn es einmal gestoppt wird, ist es gestoppt. Das geht auf die Hand. Und das ist die DNA-Operation-Kombo. Und für die werde ich sogar das hier jetzt machen. Was sagst du denn? Ja, zieh du meine Karte. Deine Insekten können mich nicht mehr angreifen. Wie gut, dass du so viele Insekten hast, ne? So, jetzt hoffe ich einfach nur, dass da nichts dabei ist, was er direkt aktivieren kann. Und zwar Insekten. Das bedeutet, ich bin vor seinen Angriffen geschützt. Ich bin safe, ich kann mich zurücklehnen und ganz gechillt spielen. Jetzt warte ich nur noch auf eine. Jetzt warte ich nur noch auf eine mystische Plasmakanone. Dann warte ich 7 Runden, dann baller ich sie in den Kopf. Ja. Chillig. Würde ich dazu mal ernsthaft sagen. Oder wenn er keinen schweren Sturm zieht oder ähnliches, kann er nämlich jetzt langsam echt knicken, dass er noch was machen kann. Und jetzt warten wir. Ist natürlich nicht so das spannendste Deck, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es wesentlich spannenderes zu sehen und auch zu machen. Aber wie ihr merkt, es funktioniert. Ohne dass ich mich jetzt irgendwie großartig drauf verlassen muss, dass ich Feuermonster nur spielen darf. Oder nur Lichtmonster. Oder gar keine Monster. Oder nur Toons. Oder nur Bestien. Oder sonst was. Deswegen ist es eigentlich einfach nur relativ chillig. Und ich glaube auch deswegen habe ich das Deck damals so gebaut. Ich weiß es aber nicht mehr. Weil nö. Das sehe ich nicht an. Dann müsste ich noch länger warten. Dunkle Tür. Da
Charakter. Oh, noch eine Kreatur können angreifen. So. Hey, das bringt hier genau was. Ach, weil der 0 Verteidigungspunkte hat, will er nicht in den Verteidigungspunkt-Modus setzen. So, noch 3 Runden. Endphase, wirf eine Karte ab. 5 und 4, haben wir 2 von. Was machen die Dinger? Schlecht. Uninteressant. Okay, das habe ich nicht ganz gerallt. Warum auch immer er das getan hat, ich habe es nicht verstanden. Außer natürlich, er hat es aber nur getan, um es getan zu haben. Das ist natürlich auch möglich. Ich steige hinter die Computer, ich bin da sowieso nicht wirklich hinter. Egal. Egal. Man muss nicht wissen, was die Gegnerkarten können, wenn man so haushoch im Vorteil ist. Und das bin ich nun mal. Wenn er sie jetzt nicht zerstören kann, ist Ende. Fushi no Dori. Geiler Name. Absolut geiler Name. So, und die 7. Marke, jede Runde kriegt eine Marke, man muss opfern, machen wir 1000 Schaden pro Marke an Gegner, 7000 Schaden, tot, ich habe gewonnen, wir haben gewonnen. Boah. Ich würde sagen, als nächstes machen wir die Erdmonster, aber das machen wir erst, nachdem ich geguckt habe, ob die Soundqualität okay ist. Euer Blacksteed. Ciao, ciao.